So, wie kauft man eigentlich Land auf den Philippinen? Geht das überhaupt? Drei Wochen Surftrip jetzt hier auf den Philippinen in Siargao. Jetzt ist alles vorbei und es war echt cool hier. Wir hatten echt coole Wellen, geile Locations, gutes Essen, war echt top. Und auf Instagram habe ich dazu ein bisschen mehr noch gezeigt, ein paar Instagram-Stories gemacht, Posts und ein bisschen auch Einblicke, was so hier so geht. Und natürlich haben wir uns auch schlau gemacht, wie man hier eigentlich Land kaufen kann, weil es ist gar nicht so einfach. Hier dieses, zum Beispiel das Anwesen, auf dem ich gerade bin, das gehört einem Australier. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er das gemacht hat, den habe ich jetzt nicht persönlich getroffen, aber wir haben mit vielen anderen Foreigners, also Ausländern gesprochen, die hier investiert haben, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die erste Möglichkeit und die einfachste Möglichkeit ist einfach ein Lease zu machen. Das ist so wie, ich würde mal jetzt sagen, Erbpacht. Ähnlich wie in Deutschland, da gibt es auch Erbpachtverträge, da mietet man quasi ein Grundstück für längere Zeit an und darf dann darauf auch bauen und solche Sachen in der Zeit. Also da gibt es dann halt verschiedene Leasingverträge, die gehen 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre. Die werden zu einem aktuellen Preis abgeschlossen. Ist relativ günstig. Ich habe mit einem gesprochen, der 2000 Quadratmeter, der zahlt knapp 1000 Euro im Jahr dafür. Nicht Beachfront, aber next to the Beachfront, also auf der anderen Straßenseite, 1000 Euro im Jahr etwa für 2000 Quadratmeter. Und der hat da jetzt ein Haus drauf gebaut und vermietet das ab und zu und nutzt es auch selbst und kriegt im Monat ca. 800 Euro Miete. Wenn er es langfristig vermietet hat, wenn er es kurzfristig vermietet hat, kommt er auch vielleicht auf 2000 und nutzt aber auch relativ oft selbst. Also die Leasingrate ist 1000 Euro im Jahr und er kann in einem Monat locker 1000 Euro einnehmen. Und nach 20 Jahren ist halt das Ding over. Das Haus steht noch drauf, hat er gebaut. Es ist dann halt einfach keine Ahnung, was mit dem Haus passiert. Das wusste niemand so genau und das konnte mir auch niemand sagen. Wahrscheinlich muss man das dann sogar abreißen. Verkaufen an den Eigentümer wird wahrscheinlich nicht drin sein, weil die wollen ja ihr Land so zurückhaben, wie es mal war. Und das Haus muss natürlich auch noch bezahlt werden. Wie viel das gekostet hat, weiß ich auch nicht. Das waren halt dann lokale Handwerker, aber ich schätze 5.000, 6.000 Euro maximal. Das ist hier relativ billig und auch nicht so hochwertig gebaut wie in Deutschland. Die haben da einfach irgendwelche Bambushütten hingestellt ohne Klimaanlage und mit einer offenen Küche, vielleicht sogar draußen, solche Sachen. Ja. Das war die erste Möglichkeit, Lease. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, die haben auch echt viele gemacht, das hätte ich gar nicht gedacht. Also die haben einfach eine Einheimische geheiratet und Einheimische dürfen nämlich Land kaufen und das wird dann einfach auf die Frau gekauft, das Land. Das waren wir bei einem Amerikaner, der hat auch eine echt tolle Property am Start im Norden von Siargao. Hat das Grundstück gekauft auf die Frau und er hat es natürlich bezahlt. Und ja, somit ist es auch ganz einfach gelaufen. Frau kauft, er finanziert und kein Problem, eine Beachfront Property zu kaufen. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Zentralamerika, Nicaragua und Costa Rica zum Beispiel. Costa Rica ist, glaube ich, anders, aber Nicaragua ist so. Du kannst keine Beachfront kaufen als Ausländer, nur zweite Reihe und noch weiter hinten. Wenn man erste Reihe kaufen will, gibt es das gleiche Gesetz wie hier. Man kann nur leasen oder eben mit einem Einheimischen kaufen. Und wenn man nicht möchte, hier zu heiraten, kann man auch irgendwie einen Vertrag mit jemandem schließen. Aber das ist halt so eine Sache, denn man ist immer noch der Fremde und kann abrasiert werden unter Umständen. Ich habe gehört, dass das Hilton Hotel, also die Hilton Hotelkette ist ja richtig groß, in Sri Lanka, Colombo, abrasiert wurde. Also wenn sowas passiert, dann ja, dann ist man als Privatperson auf jeden Fall auch schnell betroffen. So, das ist die zweite Möglichkeit. Klar, wenn man zufällig eine Filipino-Frau oder Mann kennenlernt, kann man diese Möglichkeit nutzen. Dritte Möglichkeit, die ist relativ gesetzesaustricksend, sage ich jetzt mal, aber legal. Du kannst eine Firma gründen, so eine GmbH-ähnliche Firma, die kostet hier nicht viel anscheinend. Es gibt auch so International Lawyer-Spezialisten, mit denen man die Verträge aufsetzen kann. Du als Fremder, also als nicht Filipino, darfst maximal 40% der Firma besitzen. Die anderen 60% müssen den Einheimischen gehören. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Ich fange jetzt mal mit der ersten an. Also entweder du nimmst dir irgendjemand
und der hat dann 60%, ja. Wenn du jetzt ein Land kaufst für 100.000 Dollar und es wird irgendwann 1 Million Dollar wert sein, dann ist ja 900.000 Gewinn drin. Theoretisch hatte der ja 60% vom Gewinn und du nur 40. Und du hast aber alles bezahlt. Man kann das vertraglich so regeln, dass der halt nur zu 5% am Gewinn beteiligt ist oder zu 0% oder zu 1%. Und die unterschreiben dann, weil die Leute kriegen halt, du musst denen was bezahlen dafür, dass sie unterschreiben. Und dann hast du quasi einen Gesellschafter mit dir eingekauft, der es dir ermöglicht hat, Land zu kaufen. Du kannst das Land dann kaufen, privat leasen und selber privat eine Firma drauf machen oder du kannst mit der Firma ein Haus bauen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit mit dem Geschäftskauf. Und zwar, wie gesagt, 40% privat für dich, 60% Filipino. Du kannst das so machen. Du gründest eine Firma, kaufst ein Land, du behältst 40% an der Firma und du suchst dir 6 Filipinos mit jeweils 10% der Anteile. Somit haben die kein Mitspracherecht. Und du kannst einfach machen, was du willst. Und wenn einer von denen halt irgendwie Bock mit raus, geht er gar nicht. Ist vertraglich so abgesichert, weil du dementsprechend mit einem International Lawyer das so abgeklärt hast. Selbst wenn der Gewinn dann extrem hoch ausfällt, sind die nur zu einem geringen Teil beteiligt. Somit kann man quasi das Gesetz ein bisschen aushebeln und trotzdem Beachfront kaufen ohne Probleme. So, jetzt habe ich einen getroffen, der hat es mit 6 Leuten gemacht und ein anderer, der hat es mit einem gemacht zu 60%. Da habe ich gesagt, was passiert denn, wenn der dich übelst abziehen will? Also es kann ja passieren, dass da irgendjemand einen Bürgermeister kennt und irgendwelche Sachen macht und so, ja. Hier ist es ein bisschen anders als in Deutschland. Da gehen halt manchmal Sachen, die gehen halt einfach nicht, wenn man dementsprechend die Leute kennt. Und ja, dann hat er gesagt, du kannst einfach die Person, die im Vertrag drin verankert ist, austauschen. Weil man kann denen die Rechte quasi geben, dass sie nicht mitreden können, wenn sie ausgetauscht werden. Dann kannst du quasi einen anderen Filipino reinnehmen und den alten rausnehmen. Wobei ich die Möglichkeit für ein bisschen komisch halte und auch nicht machen würde. Ich würde lieber auf 6 mal 10% gehen, anstatt auf einmal 60. Somit denke ich mal, ist man gut abgesichert. Hier auf Siargao sind die Immobilienpreise, weil immer alle von der Blasenbildung und extremen Preisanstiegen sprechen, sind die Immobilienpreise so exorbitant angestiegen. Also das ist echt extrem. Ich habe schon Zahlen gehört, innerhalb der letzten 3 Jahre haben sich die Preise teilweise versiebenfacht, was natürlich extrem, extrem krass ist. Und ich denke mal, der ein oder andere wird hier auch seine Investment Case nicht grün rechnen können. Denn hier ist gerade Hauptsaison. Und wir gehen einfach irgendwo hin und buchen ein Zimmer und es ist immer was frei. Das heißt, es ist schon Überangebot da. Und dementsprechend wird auch die Kalkulation vieler Anleger nicht aufgehen und es wird immer noch mehr gebaut. Deswegen muss man immer schön drauf schauen, ob man was kauft oder nicht. Ich würde hier jetzt aktuell echt nichts investieren, obwohl der Preis vielleicht noch nicht mal so übertrieben hoch ist. Aber hier in der Unterkunft zum Beispiel zahlt man 40 Euro etwa pro Nacht, ja. Für ein Zimmer, das ist, ja okay, normal, ja. Es ist kein übertrieben geiles Zimmer. In Bali zum Beispiel kriegst du für 40 Euro pro Nacht eine Villa mit Pool und jemand, der kocht für dich den ganzen Tag. Und dementsprechend ist es so, weil die Infrastruktur auf Bali ist viel, viel besser als hier. Hier gibt es keinen internationalen Flughafen, hier gibt es 1 oder 2 Flüge am Tag oder so pro Airline, die kommen. Es gibt 2, 3 Airlines, also sehr wenig Flugverkehr. Ein paar Schiffe gibt es noch, die kommen irgendwo her. Und auch nicht so viel. Ja. Deswegen ist es extrem teuer, hier Güter herzubekommen. Es ist extrem teuer, hier irgendwas auf die Beine zu stellen. Deshalb sind die Preise für Unterkünfte und Essen extrem hoch. Jetzt stell dir mal vor, der Tourismus steigt an und die Erschließung wird optimiert. Somit fallen ja vielleicht auch wieder die Preise für Hotelzimmer. Sieh einfach nur Bali, ist nicht weit weg, da ist es extrem günstig. Vielleicht wird es hier auch günstiger und wenn das jemand teuer einkauft und sagt, ey krass, ich kann hier für ein Schrottzimmer 50 Euro verlangen, ja. Und du kaufst es ein, rechnest mit 50 Euro pro Zimmer und auf einmal kommt die Erschließung des Zorns und du kannst dafür nur noch 10 Euro nehmen, dann bist du am Arsch, auf gut Deutsch. Deshalb immer Köpfchen einschalten, auch wenn es vielleicht im ersten Moment sehr attraktiv ausschaut, hier was zu kaufen. Es kann sein, dass sich's rechnet, es kann aber auch sein, dass sich's nicht rechnet. Im Immobilienmarkt gibt es sehr viele Möglichkeiten, aber auch sehr viele Fallen, in die man hineintappen kann. Deshalb hier mein Statement zu den Philippinen. Wie kaufe ich auf den Philippinen Immobilien? Mit einer Firma, privat, leasen oder eben mit einem Einheimischen zusammen. Und ja, fand es ganz cool hier.
ist auf jeden Fall eine Reise wert. Über welches Land würdest du denn noch gerne Infos bekommen, wie man dort Immobilien kauft? Schreib es gerne in die Kommentare. Ciao!